Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac After Best Plus. Ja, wir spielen mal wieder Isaac und ich habe ihn ein Real Platinum Gurt geworden. Ich habe das nämlich vor 2 Wochen oder so recht täglich gespielt, jeden Abend, weil Bock und so. Und ja, ich bin jetzt Real Platinum Gurt, das heißt, ich habe mit jedem Charakter alle Gegner hier geschafft auf Hard. Aber mir fehlen trotzdem noch 15 Errungenschaften und eine davon will ich mir heute eventuell holen, zusammen mit euch, Leute. Und wir machen das einfach mal als Azazel, zumindest probieren wir das. Und die Challenge heute lautet, dass wir bis zum Dark Womb kommen müssen. Ich bin anscheinend gleich im Spiel drin. So, danke. Der Seed heißt Z7CQ6690. Okay. So, wir sind Azazel. Die Challenge heute lautet, wir dürfen nichts einsammeln. Huch, der hat auch was von Anfang an. The Fool, mega gut. Wir dürfen nichts aufsammeln außer Schlüssel. Denn anscheinend gibt es so eine Errungenschaft. Die heißt irgendwie It's the Key oder sowas. Und ja, da geht es halt darum, dass man bis zu The Lamb kommen muss. Das heißt, in den Dark Room und da The Lamb töten muss. Ohne im ganzen One auch nur einen fucking Goldcoin oder Bombe oder Herz einzusammeln. Genau, wenn ich die jetzt hier einsammeln würde, dann hätte ich einfach verkackt. Und das wollen wir nicht. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen und ich glaube, mit Azazel geht das ganz gut. Ich habe mir erst überlegt, ob ich vielleicht mit Eden spielen soll, weil Eden ist halt am witzigsten, finde ich, vom Charakterdesign her, aber für eine Challenge vielleicht nicht der geeignetste. Schlüssel dürfen wir einsammeln, weil, ja, das ist das Einzige, was wir aufsammeln dürfen. Wenn wir übrigens irgendein Item bekommen, oder Schlüssel und Bomben und sowas durch ein Item bekommen, so rum, das ist erlaubt, aber alles andere halt nicht. Okay, ein Mystery Sack. Da kann halt alles drin sein, ne? Ist wahrscheinlich nicht so gut, weil da auch Münzen drin sein können und sowas, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Und es ist auch eigentlich keine gute Idee, Hilfe, graue Kisten aufzumachen, weil da kann ja auch immer mal eine Münze oder so das drin sein, die dann einfach in dein Mund fällt. Und dann kommt eins zum anderen und dann hast du halt verloren und wirst angeklagt von den anderen Münzen, weil du eine Münze aufgeswallowed hast. Und ja, so ist das halt. Wir sind hier in einer XL-Ebene, by the way. Das ist höchst interessant. Das zweite Item ist leider blöd. Aber dann kommen wir hier noch schneller durch. Das wäre ja natürlich mega gut. Aber wir müssen halt bis zum Ende kommen. Kann ich ja noch mal kurz ansprechen, was ich sonst noch so für Errungenschaften habe. Die möchte ich jetzt auch in der nächsten Zeit immer mal angehen oder zumindest probieren. Da sind nämlich einige richtig komische bei. Zum Beispiel, dass ich in 10 verschiedenen Betten schlafen soll. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass ich das noch nicht geschafft haben soll. Weil ich habe ja 450 Stunden ungefähr Spielzeit in Isaac. Kann doch nicht sein, dass ich in 450 Stunden noch nicht in 10 Betten geschlafen habe, oder? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber gut, wenn das Spiel sagt, nee, hast du noch nicht geschafft, dann stimmt das wohl. Aber was ist denn jetzt der Boss? Aber ja, witzige Challenge, oder nicht? Wie findet ihr die Challenge, Leute? Und wer von euch ist schon Real Platinum Gott oder hat irgendwas anderes gemacht? Wer von euch hat noch kein Leben außer mir? Fucking Isaac. Aber es hat mal wieder richtig Spaß gemacht, ein bisschen Isaac zu spielen in den letzten Wochen. Isaac ist so ein Spiel, wo ich immer ganz lange Pause brauche, wenn ich es mal gespielt habe, aber dann macht es doch irgendwann wieder Spaß. Ganz, ganz komisches Spiel, Leute. Ganz komisch. Weil irgendwie macht es schon Spaß, aber irgendwie ist es auch sehr frustrierend und alles Mögliche. Oh ja, danke für deine Bombe. So, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir trotzdem keine Leben verlieren, weil wir keine Herzen einsammeln dürfen. Ja, auch keine schwarzen Herzen. So ein bisschen ist eben nicht rassistisch. Guck mal, da kriegen wir sogar ein schwarzes Herz dazu, weil wir so ein netter Ubi sind. Das ist doch geil. Ja, ansonsten haben wir noch zum Beispiel noch eine Challenge, wo ich 2 Wii-Ones schaffen muss oder so ein Victory Lab machen muss und 3 Victory Labs und 4 Victory Labs. Also das wären, glaube ich, die einfachsten. Oh, nett. Das wären, glaube ich, die einfachsten Errungenschaften. Kacke, ey, das ist alles voll gut. Fuck you. Ich nehme das hier mit. Ich nehme den Inkubus-Mod mit. Jetzt können wir halt nicht weitere Sachen mitnehmen, aber passt schon. Inkubus ist mega. Nein, der Inkubus! Ach doch, jetzt haben wir 2. Warte, der schießt mit uns mit, ne? Oh nein, ich dachte, das wäre der Succubus. Succubus und Inkubus nicht dasselbe. Aber ist okay. So ein Inkubus ist auch schön. Da haben wir doppelten Damage, mehr oder weniger. Passt schon. Ist okay, jetzt haben wir halt noch weniger Leben als vorher. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine schlaue Idee war. Ich glaube, den anderen hätte ich besser gefunden. Ja toll, wenn der uns trifft hier, dann sind wir auch tot. Der da, wenn der uns trifft. Oh Gott, wenn der in unserer Fresse explodiert. Hilfe, bitte Inkubus. Guck mal, dafür war der Inkubus doch schon mal super geil. Okay. Ich weiß nicht, was das Trinket macht, aber ich nehme es mal mit. Oh Gott. Ich habe mir das selber schwerer gemacht hier, als es sein müsste. Naja, was war sonst so bei mir los? Ich habe mir eine Grafikkarte gegönnt. Ich bin immer noch arm, Leute. Keine Sorge. Aber
mein Bausparvertrag ist irgendwie ausgelaufen und da ist ein bisschen Geld zusammengekommen und das habe ich jetzt ausgezahlt bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, jo, gönnst du dir mal eine Grafikkarte, weil ich habe ja neulich Beat Saber gespielt oder gestreamt, besser gesagt. Ist ein VR-Spiel. Und beim Stream hat es ein bisschen gelaggt und das fand ich ein bisschen scheiße. Und ich habe schon ein bisschen länger irgendwie im Hinterkopf, dass ich auch mal eine neue Grafikkarte brauche. Weil meine von 2014 war, meine alte. Und da kann man schon mal upgraden, oder? Okay, wir können das hier alles nicht anders machen. Aber dieses komische Item will ich auch nicht haben. Ah, dann habe ich mir eine RTX 2070 gegönnt. Falls es wen interessiert. Oh, schönes Herzchen, ich hätte dich gerne mitgenommen, aber ich darf nicht. Auch ein ekliger Raum. Richtig ekliger Raum. Ah! Nein, was? Wo kommt der denn her? Okay, dann nochmal. Verdammte Hacke. Okay, wir gehen jetzt hier ein bisschen schneller durch, Leute. Obwohl, noch schneller geht ja gar nicht. Das war ja eben schon XL-Ebene. Das war nicht gut, dass ich den Inkubus mitgenommen habe. Das war überhaupt nicht gut. Ohne den Inkubus wäre das bestimmt einfacher gewesen. Ah, naja, okay, noch ein Try. So, hier, guck. Headless Baby, auch ganz nett. Naja, aber so eine Grafikkarte bringt auch ganz schön viele Probleme mit sich. Man denkt sich so, yo, Hardware kurz upgraden, alles cool. Baue ich ein, dann habe ich eine bessere Grafikkarte. Aber nope, Leute, überhaupt gar nicht. Die erste Sache war, die schlechte ist... Oh, nettes Trinket. Die erste Sache war, dass auf der Verpackung draufsteht... Also ich bin ja so einer, der macht Spontankäufe. Ich dachte so, ja, RTX 2070 klingt gut, kaufe ich mir. Habe ich mir übrigens gebraucht gekauft, Leute, weil ich ja auch... Ich bin trotzdem noch arm und muss auf mein Geld drauf achten. Ich arbeite halt nicht. Puch. Ja, also gebraucht gekauft. Ist dann auch angekommen zum Glück. Obwohl ich das gekauft habe ohne PayPal. Das war richtig Risiko und so. Und... Ja, ist sie halt angekommen. Und auf der Verpackung stand dann, yo, Dude... Diese Grafikkarte braucht mindestens 550 Watt von deinem Netzteil. Das ist auf jeden Fall empfohlen. Ja, ja. Und dann gucke ich so nach. Ja, ach ja, komm, so 500 Watt habe ich ja wohl locker drin. Wahrscheinlich sogar 750. Hahaha. Und dann gucke ich nach. Nope, ich habe nur 450. Das heißt, ich habe jetzt ein Defizit von 100 Watt in meinem PC. Geil. Und die Grafikkarte läuft trotzdem, aber wahrscheinlich nicht auf Volltouren. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich hier später rendere, da bin ich auch mal sehr gespannt, wenn ich rendere, was dann passiert. Ob mein PC dann abstürzt, weil die Grafikkarte zu viel Watt haben will. Oder ob die einfach nur sich selber drosselt, weil sie nicht genug Watt bekommt. Oder was genau da passiert. Denn... Darf mir leider nicht mitnehmen, weil wir keine Münzen haben dürfen. Ich habe den zweiten Bildschirm bei mir angeschlossen. Da gab es übrigens auch noch Probleme, erzähle ich gleich. Und das erste, was ich dann bekommen habe, also ich habe mich angemeldet und dann so nach 30 Sekunden erstmal Bluescreen. Richtig geil, habe ich mir erstmal gedacht, yo, Grafikkarte kaputt, ich kann mein PC bis Montag nicht mehr nutzen, weil da kommt erstmal ein neues Netzteil an. Das übrigens auch fucking 100 Euro kostet. Wieso sind Netzteile so teuer? Weil Bullshit. Fucking Netzteile. Aber dafür ist mein neues Netzteil... angeblich modular. Kannte ich auch noch nicht, dass Netzteile heutzutage modular sind. Das heißt, man muss dann nicht alle Stromstecker dran anschließen, sondern nur die, die man braucht. Und das ist schon mega cool, muss ich sagen. Also ich denke mal, ich werde trotzdem alle Stromstecker benutzen, weil ich allen möglichen Scheiß in meinem Rechner drin habe. Aber wenn nicht, dann könnte ich ein paar von den Steckern sparen. Und dann ist das Kabelmanagement vielleicht in meinem PC mal ein bisschen besser. Das ist nämlich... allergrößte Katastrophe in meinem PC. Ohne Witz. Richtig die Katastrophe. Momentan zumindest. Vielleicht wird das damit dann besser. Aber das wird richtig behindert, dieses neue Netzteil einzubauen. Habt ihr schon mal ein neues Netzteil in eurem PC eingebaut? Ich nicht, aber ich stelle es mir richtig behindert vor. Weil man dann, ja, man muss ja die ganzen Stromstecker neu setzen. Und auch, ja. Oh, und auch neu verlegen. Und das ist halt, wie gesagt, momentan richtige Katastrophe in meinem PC. Das passt gerade alles so. Mit der alten Grafikkarte war auch alles so richtig... Hilfe. Richtig auf Anschlag die ganzen Kabel, sodass sie da gerade so zu ihrer Destination hingehören und hinkommen. Nee, Mann. Und bin gespannt, wie das dann mit der neuen ist. Locker fehlt dann auch wieder irgendein Kabel, das ich dann nochmal nachbestellen muss. Apropos Kabel, das ich nachbestellen muss, das hatte ich jetzt bei meinem Bildschirm auch, weil ich habe zwei Bildschirme, zweimal denselben Bildschirm und anscheinend ist HDMI auch schon wieder überholt und deswegen hat meine Grafikkarte einfach nur einen HDMI-Anschluss. Aber dafür vier DisplayPort-Anschlüsse. Ja, richtig gut. Aber DisplayPort hat halt mein Bildschirm einfach nicht. Haben wir dann auch gedacht. Ja, geil. Also einen Bildschirm konnte ich jetzt anschließen.
Aber nee, diesmal nicht. Diesmal foolst du mich nicht, obwohl das richtig gute Items waren. Ja, also ein Item, ein Monitor konnte ich jetzt anschließen per HDMI. Und für den zweiten musste ich mir jetzt ein Displayport auf HDMI-Kabel nochmal kaufen, was auch nochmal 7 Euro kostet. Was ein Bullshit, Leute. Was ein Bullshit. So ein Dreck. So ein Dreck. Ja, das sind meine Erfahrungen mit meiner Grafikkarte. Und bisher konnte ich auch noch nicht testen, ob die jetzt irgendwas verbessert oder nicht. Aber bestimmt, Leute, bestimmt. Ich habe jetzt Raytracing und so. Kein Plan, was das ist, aber ich hab's jetzt. Und Vulkan habe ich auch. Keine Ahnung, was das ist, aber ich hab's. Ihr habt Vulkan. Habt ihr Vulkan? Ist bestimmt ganz wichtig. Vor allem bei meinen ganzen Indie-Spielen, die ich hier spiele. Da ist Grafik richtig heftig. Boah, da geht meine Grafikkarte aber steil. Wow. Ich habe die jetzt auch primär gekauft halt für VR, weil das halt doch schon sehr viel Leistung schluckt und auch fürs Rendern. Ich hoffe, bisher mit der alten konnte ich halt so in Echtzeit rendern meistens. Heißt, so lange wie ich aufgenommen habe, so lange hat auch das Rendern gedauert. Und vielleicht, also die neue Grafikkarte ist jetzt auf jeden Fall mehr als doppelt so schnell wie die alte. Vielleicht kann ich jetzt in doppelter Echtzeitgeschwindigkeit rendern, das wäre richtig geil. Das wird mich richtig freuen, weil wenn der PC rendert, dann kann man immer nichts machen währenddessen. Und das ist doof, Leute. Bin ich mal gespannt. Ja, aber der Teil kommt jetzt halt erst am Montag an, hoffentlich. Und dann traue ich mich auch erst VR wieder anzumachen. Sonst habe ich Angst, dass irgendwie mein Netzteil explodiert oder keine Ahnung, was da passieren kann. Vielleicht kann das in Flammen aufgehen oder so, wenn er zu viel Energie liefern soll, aber nicht kann. Keine Ahnung. Ich war in Elektronik nie so gut in Physik. Elektrotechnik. Naja. Hatte ich auch früher schon mal. Ich hatte irgendwie so ein ganz altes Netzteil, wo man hinten am Netzteil einstellen konnte. Scheiße. Welche Spannung der bekommen soll. Da konnte man dann einstellen, ob er halt EU, also 240 Volt sind das, glaube ich, in der EU. Oder, wieso waren wir nicht im goldenen Raum? Waren wir nicht im goldenen Raum? Warum war ich da nicht drin? What the hell? Okay. Nein! Ich bin so behindert! Ich habe eine Mütze eingesammelt! Oh Mann, was ist denn das für ein Scheiß? Immer sammle ich Münzen ein! Okay. Wisst ihr was? Wir spielen Lost. Wir spielen als The Lost. The Lost ist bestimmt einfacher. Oh, ey, keine Münze einsammeln. Was ist denn das für ein Bullshit? Okay, komm, wir gehen hier rein. Nehmen tolle Sachen mit. Bitte gib mir ein Item. Das ist kein Item. Das ist Puberty. Die setze ich erst ein, wenn ich draußen bin. Sonst ist das noch irgendwas, was mir wehtut. Balls of Steel. Ja, geil. Okay, so, jetzt sind wir so lost. Auf jeden Fall hatte ich ein Netzteil, wo man einstellen konnte, die Spannung, ob das jetzt amerikanisch sein soll. Okay. Amerikanisch oder aber europäisch. Amerikanisch, hallo. Bitte tu mir nicht weh. Amerikanisch ist halt, glaube ich, 120 Watt und europäisch 240 Watt und ich war so blöd. Also da war so ein Schalter halt hinten dran und ich dachte, das ist der On-Off-Schalter. Habe ich den natürlich auf Off gedrückt und dann irgendwann wieder Strom angemacht und dann war er halt auf 120 Volt, ist glaube ich Spannung, eingestellt. Und was ist dann passiert? Ja, natürlich, das Ding ist einfach explodiert. Exploded! Holy Light ist richtig gut. Mal gucken, ob wir damit was machen können. Ja, exploded. Es hat einfach Bumm gemacht und hat auch ein bisschen gestunken. Und das war nicht so schön. Also Leute, schließt keine amerikanischen Geräte, die auf 120 Volt programmiert sind. Keine Ahnung, programmiert werden sowas? Gar kein Plan. Aber schließt sowas nicht an eure deutsche Steckdose an, die 240 Volt liefert. Bestimmt kann man das auch einstellen bei der Steckdose, wie viel Volt die liefern soll. Aber wenn ihr das bei einer 240 Volt Steckdose ranmacht, dann macht es einfach Bumm, Knall, Krapusch. Und dann ist euer Netzteil kaputt oder könnt ihr euch ein neues kaufen. Richtig kacke. Naja, und deswegen habe ich jetzt auch immer ein bisschen Angst mit Netzteilen, muss ich sagen. Traue ich mich nicht so richtig, irgendwas zu machen. Naja, wir sind jetzt The Lost. Wer The Lost nicht kennt, ich erkläre ihn nochmal kurz. The Lost kann fliegen und durch Sachen durchschießen. Und außerdem hat er keine Leben. Das heißt, wenn er einmal getroffen wird, ist er tot. Aber dafür habe ich schon, weil ich alles mit ihm schon freigeschalten habe, habe ich dieses komisch blaue Kreuz an der Seite. Und dieses komisch blaue Kreuz an der Seite macht, dass man einmal getroffen werden kann, ohne einen Hit zu kassieren quasi. Also es ist so Holy Mantle, so hieß das. Und das ist toll, weil damit ist man safe. Ansonsten haben wir gerade das Holy Light
bekommen. Und das hat die Chance, dass wir so weiße Tränen verschießen, wie ihr das ab und zu seht. Und wenn diese weiße Träne dann irgendwas trifft, am besten einen Gegner, dann kommt der heilige Schein von oben herunter und knechtet die Un... Was? Wie nett war das? Die Un-Blablablas. Ja, ja. Hey, die Ungläubigen, so, Ungläubigen. Die Ungläubigen knechtet es dann und macht sie gefälligst gläubig. Ich wundere mich gerade, warum wir eine Münze haben. Ich hoffe einfach mal... Wir dürfen hier übrigens nicht getroffen werden, sonst kommen wir hier nie wieder raus. Ich hoffe einfach mal, The Lost hat von Anfang an eine Münze. Gabby's Tail, yeah! Vielleicht werden wir Gabby, das wäre richtig toll. Weil sonst habe ich ja die Challenge hier schon wieder versagt. Das war knapp hier. Das wäre doof. Ach, The Lost. Und wir müssen, habe ich schon erzählt, wir müssen bis zu The Lamp kommen, damit wir das hier schaffen. Wir müssen also bis zu The Lamp kommen, ohne eine Münze oder irgendwas anderes mitzunehmen. Einfach nur Schlüssel. Ist härter, als man vermuten mag. Mann, oh Mann. So, was hat The Lost noch? Er hat von Anfang an ein D4-Würfel oben links als Active Item. Und das macht, dass man seine Spacebar-Items rerollen kann. Wäre allerdings ein bisschen dumm, weil wir haben ja jetzt schon den Holy Mantle. Und Holy Mantle ist halt sehr, sehr wichtig als The Lost. Denn sonst bist du sehr schnell tot. Sozusagen mit einem Hit bist du da tot. Und das wollen wir nicht. Leo? Leo? Will ich Leo? Will ich ein Löwe werden? Ich glaube nicht. Dann kann ich mich ja nicht mehr verstecken. Das ist doch gerade das Tolle an The Lost. Der kann einfach auf Steine raufgehen und ist da dann safe. Aber als Leo, als Löwe, würden wir die Steine kaputt machen, die unter uns sind. Und das ist nicht gut. Ich glaube, Leo macht einen sogar langsamer oder sowas. Irgendwie so, keine Ahnung. Graukissen sollte man nicht aufmachen, aber ich mach's trotzdem. Weil ich ein Risk-Taker bin, ich liebe das Risiko. Mann, ey, Isaac. Hilfe! Okay, was ist sonst noch ein Vorteil von The Lost? The Lost hat keine Leben und kann deswegen... Oh, ekliger Boss, richtig ekliger Boss. Er kann deswegen aber alle Devil-Deals mitnehmen. Und er hat auch eine 100%ige Chance auf den Devil-Deal. Denn Devil-Deal-Chance geht ja nur runter, wenn man getroffen wird. Aber da man als The Lost sowieso nicht getroffen werden darf oder kann, weil man sonst verloren hat, hat man halt quasi 100%ige Devil-Deal-Chance und kann da dann alles mitnehmen. Ich habe Angst vor diesem Typ. So. Oh, vielleicht... Oh doch, ja, Damage Up. Damage Up nehme ich mit. Vielleicht noch ein zweites Gabi-Item. Wäre voll Knorke. Komm, zweites Gabi-Item. Zweites Gabi-Item. Naja, fast. What are you? Okay. Okay, please don't hurt me. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Die Pili setzen wir erst draußen ein, nicht, dass wir einfach sterben. Bombs are key. Jetzt haben wir zwei Bomben. Nice. Naja, und so darf man auch Bomben und Schlüssel oder Keys natürlich... Nein. So darf man auch Schlüssel und Coins natürlich bekommen. Wenn man eine Pille einsetzt oder sowas, dann ist das okay. Man darf nur keine aufsammeln von Boden. Sowieso ein guter Rat, Leute. Wenn ihr Schlüssel auf dem Boden seht, nicht aufsammeln. Ihr wisst nicht, wer das schon alles im Mund hatte. Oder so. Keine Ahnung. Ah, naja, was habe ich sonst noch zu erzählen? Ich sterbe hier gerade, aber jetzt doch nicht mehr. Jetzt habe ich keine Schlüssel mehr. Habt ihr die Nintendo Direct gesehen, Leute? Mein Kirby-Video kam ja ganz gut an, soweit. Das haben sie auch bei der Nintendo Direct angekündigt. Kostenloses Spiel, by the way, falls ihr Nintendo Switch habt und die Direct nicht gesehen habt und auch mein Kirby-Video nicht gesehen habt. Schande über euch. Und das noch nicht wusstet, ihr könnt euch ein Kirby-Clash-Spiel im Switch-E-Shop kostenlos herunterladen, was eigentlich ganz witzig ist. Oh ja, habt ihr sie gesehen, Leute? Da wurden ganz tolle Sachen angekündigt und so. Zum Beispiel haben die noch mehr Sachen zu Pokémon und Schild. Pokémon Schild und Schwert angekündigt und so. Ja, ich setz das nochmal ein hier. Ich will den goldenen Raum haben. Zum Beispiel haben die da einen... Also Spoiler, Leute, wenn ihr die neuen Pokémon noch nicht wisst oder noch nicht wissen wollt, bis das Spiel rauskommt. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ich erzähle jetzt zwei Pokémon, die da vorgestellt worden sind. Und zwar war das eine ein Teegeist-Pokémon. Ich glaube, sie haben es Polti-Ghost genannt. Also auf Deutsch wahrscheinlich Polti-Geist. Ich weiß, also viele haben sich darüber aufgeregt. Beziehungsweise haben gesagt, ja, ist halt behindert. Aber ich finde das gar nicht so schlecht. Also von den Animationen, die da gezeigt haben, fand ich es ganz nett. Und auch vom Namen her, halt typisch Nintendo, so ein bisschen... So ein Wortwitz halt. Das macht Nintendo ja gerne.
Und vom Designer fand ich das jetzt auch nicht so schlecht. Und das zweite Pokémon, das sie ja vorgestellt hatten, war so ein Pelikan. Und das fand ich richtig cool. Sieht halt aus wie ein Pelikan, also vom Design her richtig lame. Aber das hat einen Clou, Leute. Und zwar, wenn der Surfer einsetzt, weil es ja ein Pelikan ist, dann kriegt er aus der Welle, aus dem... Okay. Nehme ich mal mit, danke. Ich gehe da wieder. Oder gehe ich doch nicht? Ich habe keine Bombe für dich. Ich gehe dann einfach mal. Aus dem Surfer, aus dem Wasser, aus der Attacke, die der macht, nimmt er dann einen Fisch und den hat er dann im Mund. Und den, wenn er dann angegriffen wird und Schaden bekommt, dann spuckt er diesen Fisch auf den Gegner und der Fisch macht dann dem Gegner Schaden. Und richtig krass, Leute. Das müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Ich hoffe, die haben in den neuen Pokémon noch mehr solcher Special-Dinger. Nicht nur, dass der Pelikan das hat. Keine Ahnung, wo man das noch machen könnte. Ist schon ein bisschen assig, dass nur dieses Pokémon das hat. Aber gut. Mal gucken, was da sonst noch so kommt. Ja, aber sonst, die haben noch ein bisschen zu Luigi's Mansion was gesagt, aber nichts Krasses irgendwie. Es gibt halt einen Multiplayer-Modus. Ich glaube, das war neu angekündigt. Und, also, ich glaube, man kann bis zu 8 Leute spielen. Da können dann 4 Luigis und 4 Guichi heißen die? Heißen die so im Deutschen? Keine Ahnung. Gegeneinander spielen. Beziehungsweise es sind 2 Teams, die Luigi spielen, zusammen gegen die Guichis. Ich glaube, das ist falsch, der Name, aber gut. Ihr wisst schon, dieser Schleim-Luigi, der bei Luigi's Mansion 3 ist. Ja, ja. Und das fand ich jetzt nicht so interessant. Werde ich wahrscheinlich auch nicht spielen. Aber was interessant war, Animal Crossing, Leute. Animal Crossing New Horizon oder so hieß das, glaube ich. New Horizons. Keine Ahnung. Da spielt man auf so einer Insel und hat ein Zelt und es gibt ein Crafting-System, was ich richtig gut finde als Neuerung. So ein Crafting-System in Animal Crossing, ultra gut. Heißt, du kannst... Moment, hat er das langsamer gemacht oder schneller? Ich glaube langsamer, ne? Ne, sogar schneller. Okay, dann kann man es auf jeden Fall mitnehmen. Crafting-System, du kannst da deine Bäume abholzen und dann kriegst du Sticks daraus, halt wie man das bei Minecraft kennt. Mehr oder weniger, Crafting-System halt. Und aus diesen Sticks kannst du dann deine eigene Axt craften und so. Und gehen mal gucken, wie viel Crafting-Zeug es da gibt. Und die haben auch ein bisschen mehr RPG-Elemente reingebracht. Zum Beispiel kann man aufleveln oder so. Oder je größer die Stadt wird, umso besser wird man. Es gibt auf jeden Fall so einige Perks, die man da mitnehmen kann. Zum Beispiel, dass das Unkraut automatisch gefressen wird und dass man das dann nicht alles selber immer jäten muss, wenn man mal wieder ein Jahr lang Animal Crossing nicht angefasst hat. Man kennt's, Leute, man kennt's. Sowas ist da reingegangen. Und ich freue mich auf das neue Animal Crossing. Ich muss sagen, die Version auf der Wii fand ich nicht so geil. Aber auf dem DS und auf dem GameCube ultra abgefeiert. Ultra abgefeiert. Und das neue jetzt auf der Switch sieht auch mega, mega gut aus. Da freue ich mich sehr drauf. Mal gucken. Kommt leider erst 2020 raus. Obwohl Nintendo eigentlich gemeint hat bei der Direct, dass sie nur Sachen vorstellen oder neue Sachen sagen, die noch dieses Jahr rauskommen. Haben die uns mal wieder angelogen, Leute. Haben die uns mal wieder angelogen. Typisch Nintendo, diese Lügner. Was war noch? Die haben einen neuen Charakter für... Das wird jetzt ja eine Recap-Show, Leute. Die haben auf jeden Fall noch einen Charakter für Super Smash Bros. Ultimate vorgestellt. Terry heißt er, glaube ich. Aus irgendeinem Fighter-Spiel, aus einem ganz alten Nintendo-Spiel. Sieht auch ganz interessant aus. Und haben auch noch gesagt, dass es noch weitere Kämpfer geben wird, die aber nicht in diesem Pack drin sind, das man ja im Moment kaufen kann, sondern man, die werden dann ja, separat erhältlich sein. Ich denke mal dann auch für 5 Euro jeder Typi. Und es gab noch ein paar Mies. Ein paar geile Mies. Oder Mii-Kämpfer-Kostüme, besser gesagt, die, glaube ich, 49 Cent pro Kostüm kosten. Und dann war da Sans bei. Sans? Aus Undertale. Wo ja das ganze Internet wieder am Ausrasten ist. Und Mega Man-Typis gab es da auch. Proto-Man und diesen anderen Roten, der genauso aus wie Proto-Man. Aber anders heißt, ihr wisst schon, wen ich meine. Die wurden da auch vorgestellt. So eine große Sache war, glaube ich, noch. Genau hier, Super Nintendo. Super NES, Super Nintendo Entertainment System gibt es jetzt auch für die Switch. Auch kostenlos. Und da sind auch richtig gute Spiele drin. Ich glaube, davon werde ich auch mal was Let's Playen. Da war zum Beispiel Super Mario World bei. Was halt Super Mario World 2 ist. Yoshi's Island war dabei. Was halt auch mega geil ist. Das wollte ich als Kind immer spielen, aber hatte ich halt nicht. Und andere Sachen auch. Wie zum Beispiel A Link to the Past. Auch nie gespielt. Kommt da jetzt auch, glaube ich. Das war A Link to the Past, oder?
War das das? Weiß ich nicht. Wo jetzt dieses Remake da rauskommt? War das der Link to the Past? I'm not quite sure. Wir müssen auch dringend mal unser Spacebar-Item loswerden. So, schön. Da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, einige davon werde ich auch spielen. Und Puyo Puyo Tetris, oder nur Puyo Puyo, ja, ohne Tetris, nur das Puyo Puyo, gibt es zum Beispiel auch in diesem Super Nintendo-Ding. Mega gut. Mega gute Sachen und auch alles umsonst, wenn ihr halt diese... Oh Gott, okay. Böses Feuer, geh aus. Wenn ihr diese Online-Mitgliedschaft habt, die halt wirklich nichts kostet. Und das nenne ich mal richtig krassen Fanservice von denen. Die haben jetzt schon das zweite Spiel kostenlos rausgebracht, exklusiv für die Switch. Also nach Tetris 99. Jetzt halt auch noch dieses Kirby-Clash-Dingsbums. Und... Ja, mega cool. Und halt Super Nintendo und jetzt auch noch... Nee, nur... Warte, die... Was? Super Nintendo und SNES. Hä, ist das erste nur NES? Nintendo Entertainment System? Ich glaub schon. So, endlich können wir ja hier alles mitnehmen. Nehme ich auch. Danke. Hä, weil es ersten Devil Deal... Nee. Wir sind schon in Ebene 4, ne? Ja. Schon Ebene 6? Wie schnell laufen wir denn hier durch? Ach du Scheiße, so los, du bist ja richtig schnell. Ah ja, coole Nintendo Direct. Nintendo hat da irgendwie auch die besten Pressekonferenzen, finde ich. Aber ich bin auch ein Nintendo-Fanboy, muss ich sagen. Ich feiere da relativ viel, was sie einem andrehen wollen. Ach ja, mein armes Portemonnaie. Es wird wieder sehr viel Geld ausgegeben werden. Aber ich muss sagen, auf das neue Pokémon freue ich mich gar nicht so doll. Auf das neue Animal Crossing schon mehr. Und was waren eure Highlights? Habt ihr die Direct denn auch gesehen, Leute? Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Ich muss hier leider alles öffnen. Kann ja immer mal ein Gabi-Item draus kommen. Da wir schon eins haben, wäre das schon ganz nett. Zu zweites Gabi-Item, oder? Oder? Ich glaube, ich fände das ganz nett. Ich öffne die aber erst am Ende, weil da kann ja auch mal blödes Zeug drin sein, das wir nicht einsammeln dürfen. Ja, soviel zu Nintendo Direct. Aua. Und so, Hilfe. Bitte töte mich nicht. Bitte sei der letzte Boss. Bitte sei der letzte Boss. Danke. Ich mach nur die roten auf. Okay, bitte triff mich nicht. Sonst bin ich nämlich tot. Bitte sei nichts Doofes. Okay, danke. Puberty. Nochmal Puberty. Nehme ich doch mit. Danke für die Puberty-Dinger. Ja, wir sind ein Adult. Endlich bin ich erwachsen und hab einen Bart. Endlich. Endlich gucke ich auch böse, weil als Erwachsener hat man keine Freude mehr. Und auch keine Freunde. Und gar nichts. Erwachsen sein ist doof. Immer nur arbeiten und sich um seine Kinder kümmern. Diese blöden Belger. Ja, ja. Erwachsen sein ist schon schlimm. Wieso habe ich ein Schild bekommen? I don't know. Ich glaube wegen irgendeinem Engel-Item. Kein Plan. So, ich überlege mal kurz. Was kann ich denn noch erzählen? Ich glaube, ich habe nichts mehr zu erzählen. Super Kirby Clash ist ein tolles Spiel, habe ich schon erzählt. Ihr könnt das Video dazu angucken, habe ich schon erzählt. Tja, Leute. Dann weiß ich auch nicht. Oh, ich kriege eine Katze. Das ist vielleicht noch ein tolles Thema. Ab Montag habe ich eine kleine Katze. Eine British Shorthair. Oder auf Deutsch British Kurzhaar. Oder besser gesagt, so eine Blue irgendwas. Die hat noch irgendwie so einen speziellen Namen, den ich aber immer wieder vergesse. Aber irgendwas mit Blue. Wisst ihr bestimmt. Und für die haben wir noch keinen Namen, Leute. Also, Aufruf an euch. Vielleicht wisst ihr ja einen Katzennamen, der passt. Das ist halt so eine grau-blau-schwarze Katze. Könnt ihr mal googeln. Eine British Shorthair. Ist wahrscheinlich auch bekannt. Also im Internet stand, das ist die beliebteste deutsche Hunderasse, wollte ich fast sagen. Katzenrasse, die es anscheinend gibt, obwohl ich die hier in der Umgebung nicht so oft sehe. Aber gut, wenn das Internet das sagt, dann muss das stimmen. Und ja, für die haben wir halt noch keinen Namen, aber die kommt jetzt am Montag an. Als kleines Baby. Da kommen dann natürlich auch ein paar Bilder und so. Da freue ich mich, Leute. Endlich wieder eine Katze, weil wir ja hier auch ein paar Mäuschen haben. Und das hat meine Mutter einfach eiskalt als Grund genommen, eine Katze zu kaufen. Mein Vater weiß davon noch nichts, also sagt ihm auch nichts, Leute. Ich weiß, ihr kennt meinen Vater nicht, aber trotzdem. Oh Gott, da wird es auch wieder Streit geben. Da bin ich gespannt. Aber wir haben noch keinen Namen für den. Wir haben so ein paar Namen schon aufgeschrieben, die halt ins Rennen kommen. Und da wäre... Also ganz oben steht momentan Kira. Ja, den habe ich vorgeschlagen, den Namen. Ist übrigens eine weibliche Katze. Ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen.
Ja, Kira kennt vielleicht einige von Death Note. Das heißt halt Mörder und ist da der Böse aus Death Note. Aber klingt halt doch schon irgendwie nett. Ist halt eine Kurzform von Kiara vielleicht. Kiara ist auch ein schöner Name, finde ich. Aber ja, Kira ist gerade sehr hoch gehandelt. Ansonsten haben wir noch Felina oder sowas. Meine Mutter hätte halt gerne irgendwas mit I oder A am Ende. Oder was hatten wir noch vorgeschlagen? Ich hatte ein paar LOL-Namen einfach vorgeschlagen, so Neko. Neko ist halt auch cool, weil es einfach Katze heißt auf Japanisch. Oder Yumi. Oder Xaya habe ich auch vorgeschlagen. Finde ich alles gute Namen. Vielleicht aber auch einfach nur, weil ich ein LOL-Spieler bin. Aber sind doch schöne Katzennamen, oder? Aber ja, wenn ihr irgendwie auch noch Katzennamen wisst, gerne mal schreiben. Weil noch steht das nicht fest, welchen wir nehmen, aber sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir sie Kira nennen. Kira. Ich hoffe, ich denke da nicht wirklich immer an Light Yagami. Oh Gott, das war jetzt ein Spoiler. Oh Gott, oh Gott. Mal gucken. Aber kann man auch gut aussprechen, finde ich. Aber wir müssen zum Darkroom, das heißt, wir nehmen hier das Negativ mit. Und schauen einmal kurz rein, was es hier so gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier was Gutes gibt. Nope. Nope. Dann, tschüss. Nette Ebene. Ja, da haben wir eine kleine Katze. Bin ich auch gespannt. Wir haben ja auch einen Hund. Dann ist der auch nicht mehr so alleine. Der kannte Katzen. Allerdings hatten wir das jetzt noch nie so, dass er als erstes da war. Sondern die Katzen waren halt vor ihm da. Und dann hat er das halt, ja, so hingenommen, dass die Katzen da waren. Und das ist halt auch immer so eine Sache. Unser Hund darf nicht nach oben. Aber die Katzen, oder die neue Katze jetzt, die dürfte dann nach oben. Okay, warte, ich habe hier gerade ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst, deswegen setze ich mal das Ding hier ein. Ich fresse euch alle auf, denn ich bin ein DC Pac-Man. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie Aaron dann darauf reagieren wird, wenn hier eine Katze kommt und die auch nach oben gehen darf und er nicht. Und die Katze wird dann halt nach oben gefüttert und so. Und ob er dann irgendwie das Katzenfutter riecht. Und Hunde stehen ja mega auf Katzenfutter irgendwie, aber das ist halt schlecht für die und deswegen sollen sie es nicht nehmen, bla bla bla. Ja, ich bin mal gespannt, ob die sich vertragen, ob die Katze sich dann überhaupt runtertraut. Oder ob Aaron sie vielleicht auffrisst, weil er denkt, oh ja, lecker Katze. Aber eigentlich ist Aaron sehr gut erzogen, also mein Hund. Und ich glaube, das werden ganz tolle Freunde. Da werden auch einige Bilder auf Instagram, aber zumindest auf Twitter folgen. Also Leute, wenn ihr süße Katzenbilder haben wollt von meiner neuen Katze, dann folgt mir alle auf Twitter, ja! So, Social Media auch noch reingebracht in dieses Video. Perfekt. Gut gemacht, Dizzy. Richtiger Influencer. Wow. Aber da bin ich mal gespannt, ob ihr vielleicht ein paar Namen für mich habt. So, wollen wir das öffnen? Okay. Ich hab hier immer... Oh nein! Okay, danke. Die Bombe war nett. Weil sonst könnten wir hier nicht weitergehen, ohne eine Münze mitzunehmen. Ich habe nämlich auch gar keine Bombe, merke ich gerade. Ich hätte mich nicht mal frei bomben können. Alter, das wäre einfach mein Untergang von dieser Challenge gewesen. Alter Schwede. Okay, Explosive Diarrhea behalten wir auf jeden Fall, falls sowas nochmal passiert. Dass wir nochmal eine Münze brauchen. Okay, ich öffne auf jeden Fall gar keine blöden Kisten mehr. Das war ja richtig schlimm gerade. Ich hätte fast meine Challenge hier kaputt gemacht. Schon wieder. Aus Dummheit. Oder Gier. Oder beides. Keine Ahnung. Boah, ansonsten habe ich heute zweimal mein 2014er Ich heimgesucht. Einmal in Form eines Videos. Weil der Jay, der macht gerade ein Let's Play von... Hey, das reimt sich. Der Jay macht ein Let's Play. Yeah. Von Brothers to Sons. Und das habe ich 2014 ja als eines meiner ersten Let's Plays auch schon mal irgendwann Let's Played. Und das habe ich ihm geschrieben. Und dann hat er sich das angeguckt. Und dann habe ich da auch nochmal reingeguckt. Und da habe ich halt ganz anders kommentiert. Also meine Stimmfarbe war ganz anders. Ich habe viel mehr Pausen gelassen. Ich habe ganz anders kommentiert. War schon ganz schön cringy. Und ich glaube, wenn ich das heutzutage angucken würde, wenn das jetzt ein neuer Kanal wäre und sowas, den man gerade so entdeckt, ich würde sofort abschalten, Leute. Das wäre mir viel zu langweilig, was da passiert. Keine Ahnung. Also, pff. Und ich habe mit dieser Scheiße damals schon 50 Abonnenten bekommen. Ja, damals habe ich 50 Abonnenten. Cool. Hat da jemand unter die Kommentare geschrieben. Ja, 50 Abos. Geil. Gut gemacht, Dizzy. Das war die erste Sache. Wo mich mein altes Ich eingeholt hat. Und die zweite Sache, ich habe einen Post von mir im LPF gefunden, also im Let's Play Forum. Huch. Wo ich einfach voll das Arschloch war. Da hatte einer so einen ganz langen Text geschrieben und ganz unten hat er dann ein
also einen sehr interessanten Text sogar, habe ich sogar so geschrieben, ja, schöner Text. Und ganz am Ende hat er einen Rechtschreibfehler geschrieben. Statt viel Text, viel Motivation, hat er viel Text, viele Motivation oder so geschrieben. Und ich, Arschloch Dizzy von 2014, musste das natürlich korrigieren. Und das war mein der einzige Kommentar dazu. Beziehungsweise hier, ich habe dein Dings korrigiert. Und hab dazu noch geschrieben, schöner Text. Wie Arschloch kann man denn sein? Nur wegen einem Buchstaben, der ein anderer dazu geschrieben hat. So richtig behindert. Muss ich mich erstmal selber schlagen. Für mein 2014er Ich. Das geht so nicht. Dizzy von 2014, das geht so nicht. Du kannst nicht so ein Arschloch sein. Das ist ein schwarzes Herz. Cool. Hab ich mich erstmal gerügt. Und ich hoffe, ich werde nicht heute noch mehr Flashbacks bekommen. Das ist nämlich nicht gut, Leute. Mein 2014er Ich war anscheinend ein Arschloch. So wie ich das sehe. Huch. So, wir könnten hier Hex. Komm, wir setzen einfach Hex. Ah, das geht ja einfach auf uns. Ich dachte, da geht random im Raum lang und nicht auf uns. Holy shit. Okay, ich bring mich hier doch selber um, wenn das so weitergeht. Okay, aber wir sind gleich schon beim Böschen. Naja, gleich ist relativ. Wir müssen noch Mams Herz besiegen. Ach du Scheiße, das dauert halt ehrlich noch richtig lang. Wir müssen noch Mams Herz besiegen. Wir müssen noch den Satan besiegen. Wir müssen noch... Ja, das war's eigentlich. Satan besiegen und dann müssen wir noch The Lamp besiegen. Das geht wirklich. Das geht voll klar. Ich weiß nicht, warum ich so viele komische Schilde bekomme. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Und dann sollten wir das geschafft haben, wenn wir so lange keine weiteren Münzen oder so einsammeln. Das wäre doch ganz schön. Oder wenn ich hier jetzt nicht sterbe. Oh shit. Oh, Shadow Me Nettle. Einmal getroffen werden ist aber nicht so schön. Muss man nämlich aufpassen. Ich mag es nicht aufzupassen. Kann auch noch sein, dass wir halt viel zu schwach sind. Stimmt, und von unseren Items sind wir gar nicht so geil. Ein bisschen mehr Damage-Ups wären schon ganz nett. Oder zumindest ein Tears-Up oder sowas. Oh oh. Jetzt kann es sein, man stirbt halt auch sehr, sehr schnell bei Satan, ne? Oder bei The Lamp auf jeden Fall. Bin zumindest froh, dass wir bisher 3 Schlüssel haben. Damit können wir nämlich zumindest die Truhen aufmachen in dem Darkroom, weil im Darkroom gibt es auch gar keine Truhe zum Aufmachen, merke ich gerade. Auf jeden Fall keine, wo man einen Schlüssel bräuchte. Mist. Das heißt, wir kriegen da auch keine Items. Oh oh. Also dann sollten wir auf jeden Fall hoffentlich noch Gabi werden. Sonst sieht das schlecht aus. Mit meinem Skill. Ja, ja, ja. Hilfe, ich glaube, ich sterbe hier. Oh ne, ich darf ja einmal getroffen werden. Ja, nice, du. Und ich bin doch tot. Geil, freut mich. Schöne Aufnahme. Ich krieg das nicht hin. Vor allem, ich habe noch eine Challenge, wo ich The Lamp in unter 20 Minuten besiegen soll. Für Zap oder sowas heißt die Errungenschaft. Toll. Fuck. Das wird noch länger dauern. Vielleicht streame ich das auch mal. Hättet ihr Bock auf einen Isaac-Stream? Bin mir nicht sicher. Könnte halt noch ein bisschen dauern, diese letzten 15 Trophäen zu machen. Naja, lasst mir mal wissen, was ihr da alles von dem Team denkt, die ich gesagt habe. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Das ist ein viel zu langer Part. Isaac ist doof zum Aufnehmen, weil die Parts so fucking lange sind. Aber dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.